Ich habe eine Idee. Wir können doch vielleicht hier mal gucken, ob wir hier ein Bett finden. Vielleicht ist hier ja eins. Ich glaube, wir haben noch ein altes Bett. Und wo? Oh, da muss ich überlegen. Okay, okay, dann suchen wir gut. Das. Dann los. Ja. Hey und willkommen zu einem neuen Video von uns. Bei uns passiert gerade nicht ganz so viel, was die Projekte betrifft. Und wir haben ja noch einige größere Projekte hier auf dem Waldhof vor uns. Aber wir haben unsere Enkelkinder gerade bei uns, und zwar Lenny und Liam, die ihr vielleicht noch aus dem vergangenen Jahr kennt. Die beiden sind für 4 Wochen bei uns und wir betreuen sie. Und ich dachte ursprünglich, dass ich in dieser Zeit eine Videopause mache, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe, die Videos zu schneiden. Aber einige von euch haben geschrieben, dass sie doch total gerne bei den Aktivitäten hier in der Natur oder bei Ausflügen dabei sein möchten und bei kleineren Projekten, die wir mit den Kindern machen. Und darum habe ich dann fleißig mitgefilmt und geschnitten. Nicht in epischer Länge, wie ihr es sonst vielleicht kennt, aber ihr bekommt einen Einblick und wir nehmen euch natürlich gerne mit durch den Alltag. All das seht ihr in diesem Video und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Wir sind Uta und Christian und leben in Schweden. Auf unserem Kanal nehmen wir euch mit in unseren Alltag, unsere Arbeit und in die wunderschöne Natur. Wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Eigentlich habe ich mich mit Opa hier verabredet. Genau hier. Ich weiß halt gar nicht mehr, wo er steckt. Am besten rufe ich ihn mal. Opa? Lenny? Wo bist du? Hier. Komm mal her. Da bist du. Ja. Ja. Gib 5. Was ist denn? Wir haben ja lange nichts mehr gebaut. Das stimmt. Vielleicht könnten wir heute ein Erdbeerbeet bauen. Ein Erdbeerbeet. Oh, das wird die Oma freuen. Die wollte ihr Erdbeerbeet sowieso noch erweitern. Aber wir können noch was Lustiges machen, nämlich ein Erdbeerbett. Ein Erdbeerbett statt ein Erdbeerbeet. Ja, dann brauchen wir aber ein. Oh, das sieht bestimmt lustig aus. Ja, aber wir müssen dafür erstmal ein Bett besorgen, was wir halt nicht mehr brauchen. Bett. Wir könnten ein Bett bauen, aber einfacher wäre es natürlich, genau, wenn wir ein Bett hätten. Wenn wir doch eins bauen, das kostet uns sehr viel Zeit. Ja, das stimmt. Auf dem Loppis, auf dem Flohmarkt in Schweden, da könnte es auch ein altes Bett geben. Ja, da fahren wir auch mit dem Auto sehr lange. Ja, das stimmt. Dauert ja, dann geht ja auch die Zeit. Ja. Ich habe eine Idee. Wir können doch vielleicht hier mal gucken, ob wir hier ein Bett finden. Vielleicht ist hier ja eins. Ich glaube, wir haben noch ein altes Bett. Und wo? Oh, da muss ich überlegen. Irgendwo haben wir noch ein altes Bett. Dann lass uns hier mal alles. Also das suchen wir mal. Okay? Okay, dann suchen wir gut. Das. Alles klar. Ja, dann suchen wir. Und dann schauen wir mal, ob wir ein Erdbeerbett bauen können. Ja. Gut, dann los. Ja. Hier ist auch nichts. Ich gehe mal zurück. Oh, hi Leute. Also zuletzt, da habe ich gerade, das war der letzte Ort, glaube ich noch, hier im Wagen nachgeschaut, ob da ein Bett ist. Aber da war auch nichts. Was würdet ihr denn vielleicht sagen? Ich denke mal, vielleicht da in der Scheune. Da könnte doch was sein. Lass uns da mal hingehen. Aber zuerst muss ich noch Opa zu mir holen und ihm von der Idee sagen. Opa? Opa, komm mal heran. Ja? Wo auch immer du steckst. Hast du was gefunden? Nee, aber ich hätte eine Idee. Ja, und? Das war jetzt der letzte Ort, den ich abgesucht habe. Ich glaube, du hast es ja auch alle Orte. Vielleicht ist der noch in der Scheune. Das ist eine gute Idee. Ja. Pass auf, dann geh doch mal in die Scheune und da gucken wir jetzt zusammen. Mhm.
dann suchen wir jetzt. Ja, hier stehen noch viele Sachen herum. Ja, da müssen wir mal gucken. Ja, also wenn, dann ist, glaube ich, hier vorne was. Okay, guck mal, ich meine, hier wäre irgendwo, könnte das besser. Guck mal da, wo die gelbe Farbe dran ist. Ich glaube, das sind schon Bettteile. Die. Das hier? Nein, das ist eine Leiste. Komm, wir räumen die Sachen mal an die Seite und dann. Ja. Gucken wir, ob das das Bett ist. Ah, guck, ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Ah, da. Warte. Da ist was. Guck mal. Ah, oh, da ist schon eine Bettseite. Wir haben das erste Teil gefunden. Das allererste. Ich glaube, dann haben wir alles. Ja, mehr Teile sind da ja auch nicht. Oh, okay. Da sind wieder die Zuschauer. Ja, also wir haben jetzt 4 von 4 Bettteile im Schuppen gefunden. Die waren zum Glück alle hintereinander gestapelt, also war es ein bisschen, also nicht so schwer, wie wir es eigentlich gedacht haben. Und jetzt müssen wir das alles noch zusammenbauen. Denn das Bett hier im Garten? Das wird ein Erdbeerbett. Ein Erdbeerbett? Ja, ein Erdbeerbett. So, es ist jetzt alles vorbereitet. Jetzt kannst du da die Äste, Laub und Erde einfüllen und dann die Erdbeerableger einsetzen. Oh, danke schön. Oh, my love. You're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. But I'm it all. And oh my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Ich freue mich sehr über das Erdbeerbett. Nun kann ich die Ableger von den Erdbeerpflanzen nehmen und sie vermehren.
Hier sieht man sehr schön, wie die Ableger schon gewurzelt haben. Ich pflanze sie so ein, dass das Herz auf jeden Fall über der Erde bleibt. Und so hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr noch mehr leckere Erdbeeren bekommen. Auch im Haus verändert sich so manches. Das Sofa wird zum Gehege für wilde Tiere. Autos parken durcheinander. Und aus der Küche ertönen merkwürdige Geräusche. Wenn Christian fährt, um Arbeitsmaterial zu kaufen, begleiten ihn zwei neue Assistenten. Das Wetter ist mal heiter, mal regnerisch. Nun haben wir eine Empfehlung für alle, die auch hier in der Gegend unterwegs sind. Der Besuch des Kalmar Lands Museums lohnt sich, besonders auch mit Kindern. Hier gibt es eine ganze Etage, in der die Kinder in Kalmars Geschichte eintauchen können. Sie können sich als Fischer verkleiden und finden auch Kostüme wie in der Steinzeit. Wann haben Sie die denn gefangen? Sind die frisch? Ja. Wie frisch? 3 Wochen alt? Stinken die schon? Oder? Nee, eine Stunde. Ah, das ist super. Dann bezahle ich auch 20 Euro. Okay. Ja, danke schön. Hier seht ihr das Schloss von Kalmar. Es ist 800 Jahre alt und viele Geschichten ranken sich um dieses schöne Schloss. Wir haben ja in früheren Videos schon mehrfach darüber berichtet.
Was zum Sommer dazugehört, sind natürlich auch Radtouren und das Blaubeerpflücken. Und dahin nehmen wir euch jetzt gerne mit. Bevor es losgeht, muss erstmal gesaugt werden. Als Abschluss eines warmen Sommertages radeln wir gerne noch zum See. Ich hoffe, die kleinen Einblicke haben euch Spaß gemacht. Das würde mich freuen und ich denke, die Kinder und Christian auch. Und genauso freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch eine richtig schöne Zeit mit schönen Sommertagen und sage Hej då aus Schweden!